Herzlich willkommen hier zurück bei Opa zockt Simotrans. Und wir wollten heute... Das wollten wir nicht machen. Wir wollten heute mal hier reinschauen. Und da sehen wir haben in Zürich ein Problem. Warum? Das scheint okay zu sein. Wir haben hier keins. Wir haben in Torgelow ein Problem. Warum? Scheint aber auch okay zu sein. Nein, das wollte ich nicht. Und wir wollten... Ja, hier in Torgelow, Limburg und Herrenberg anschließen. Das machen wir jetzt schnell. Und zwar... So, hier so ein bisschen rüber und hier so ein bisschen lang. Weil noch haben wir ja ein bisschen Asche. Gehen wir hier lang. Und hier hoch. So, ungefähr bis dahin. Das war natürlich falsch. Hier wollten wir hochgehen. So, Limburg. Einmal quer hier rüber nach Limburg. So, und Herrenberg war irgendwo hier, genau. Gehen wir hier einmal quer rüber. Hier haben wir noch ein Stückchen Straße stehen gelassen. Nehmen wir uns hier den hier. Und den hier. Ach, guck mal. Ah, ne, das ist die Zugstrecke. Dann brauchen wir selbstverständlich eine neue Linie und davon sogar zwei. Zack und zack. Fahren von Torgelow nach Herrenberg und von Torgelow nach Limburg. Haben wir das? Schmeißen wir auf die 6 und auf die 32 erstmal ein Fuhrgrödel und haben dann hier die neue Linie Torgelow Hauptbahnhof nach Limburg. Da fehlt noch ein W. Und hier geht's von Torgelow Hauptbahnhof nach Herrenberg. Gut, haben wir die. Und dann geht es hier auch schon gleich weiter. Und zwar Zug. Zugstrecke. Dafür brauchen wir die Untergrundansicht. Sup. Sup, sup, sup. Da ein Signal und da ein Signal. Des Weiteren brauchen wir hier das hier ist jetzt Ausfahrsignal.
Das ist Auswahlsignal. Ausfahren. So rum. So rum. Und das so rum. Richtig? Richtig. Und dann geht's los. Nehmen wir mal ein bisschen Geld in die Hand hier. Und fahren runter nach Togo Oranienburg, ne? Ja, dass das nicht einfach geht hier. Einmal noch da runter. Ja gut, so geht's einfacher. Quer durch den Wald. Zur Kurve runter. Na komm schon, irgendwo muss doch immer hier unten sein, die Kurve. So, da kommen wir aus dem Wald. Baukosten 100.000. Das gleiche machen wir gleich hier oben. Bis nach hier erstmal. Jetzt bauen wir den Bahnhof schnell um. Hier einmal rein. Ups. Da ein Signal, da ein Signal. Das Signal hier weg. Zack, zack. So. Das Signal muss auch weg. Aus. Das Signal muss hier weg. Ausfahrsignal. Einfahrsignal. Auswahlsignal. Auswahlsignal. Rausfahr. Reinfahr. So. Dann kann hier das Signal wieder hin. Auf der Strecke ist jetzt, glaube ich, noch ein Zug, ne? Wo ist unser Oranienburgzug? Der fährt. Hier aus lauter Langeweile im Kreis. Das soll ich mal weitermachen. Dann können wir diese Strecke hier gleich abknapsen. So, weg damit, weg damit. Weg und weg und weg und weg alles hier.
aus, fahr ein Fahrsignal. Und jetzt fährst du auch weiter. Runter mit dir. Na, da will ich kein Signal einstellen, weil hier möchte ich jetzt mal ganz schnell den hier mit Bremser, 300 Leute, Oranienburg-Torgelow starten. Einen zweiten Zug drauf schmeißen, weil wie ihr seht, oben ist der eine. Hier sind schon mittlerweile über 500 Passagiere. Da muss jetzt was geschehen. So, aber du fährst nicht. Na, jetzt ist es schon zu spät. Da ein. Nein, keine Straßen. Ein. So einer hier. Lagerhalle könnte man noch hier hinbasteln. Kann man die auch drehen? Nee. Bahnsteig. Oh, jetzt sind wir pleite. Trotz Rekordgewinn pleite. Ach so. Oh shit. Wir müssen das tote Gleis noch stilllegen. Oh. Hatte ich nicht gesagt, wir gehen nicht mehr über 1 Million Schulden. Wir sind jetzt bei 1,3 Millionen. War die Strecke so teuer? Betriebskosten. Gut, jetzt dürfen wir wahrscheinlich erstmal gar nichts mehr machen. Ich müsste nur ganz kurz schauen. 13 Minuten nehmen wir schon bereits auf. Ich habe nämlich vergessen, meine Uhr zu stellen. Mal wieder. So, 13 Minuten. Jetzt ist die Uhr gestellt und ich bleibe jetzt nur noch am Kabel vom Headset hängen. So, das haben wir. Jetzt wird wahrscheinlich das hier oben bald überfüllt werden. Hier gehen wir jetzt mal wieder höher. Dass die Brücke da wieder da ist. So, das haben wir auch. Der Zug kommt hier oben gleich an und nimmt. Oh, hier sind auch schon wieder 300 Leute, über 300 Leute, das heißt, der fährt auch voll. Oh je. Oranienburg. 600 Leute. Oranienburg hier. Siebenundfünfzig Leute. Stadtwachstum. Gewinn.
Ja, Zug macht Gewinn. Alle anderen Züge sind noch am Ende, aber weil das Jahr gerade angefangen hat, hier ist jetzt. Achso, ja, genau. Wir konnten unseren Betriebsgewinn steigern in diesem Jahr von knapp 172.000 auf fast 800.000. 800.000. Das ist heftig. Wow. Du voll. Aber wir haben jetzt hier noch eine ganze Seite voll mit Minus. Du stehst im Depot. Du auch, also zwei im Depot. Oranienburg Düsseldorf nicht ganz voll. Können ja trotzdem mal schnell runterschauen. Wismar. Da haben wir noch einen im Depot, den schmeißen wir mal wieder raus. Das war Wismar unten ein bisschen wieder entlasten. Zürich läuft auch wieder. Genau, Wismar ist orange. Gelb ist in Ordnung, aber orange ist schlecht. So, hat man Dransfeld, hat man ja auch hier so ein bisschen ausgebaut. 50 über Reges, 40 über Bensheim Rathaus, ne, 40 nach Bensheim und nochmal 40 über Bensheim. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus. Torgelow über Düsseldorf. Okay. Da werden gleich die ersten abgeholt. Hier oben Markt Oberdorf. Das sieht gut aus. Schlitz haben wir jetzt auch im Griff. Bad Dürrenberg. Torgelow, Bad Dürrenberg. Hatten wir vier Fahrzeuge draufgeschmissen. Scheint nicht zu reichen. Lassar. Achso, wir wollten uns unser Stadtwachstum angucken. Zack, zack. Machen wir erstmal mal hier kurz rein. Das sind alles die, die längere Fahrten haben. Alles länger, aber der Zug hier oben. Mit Abstand der beste. Wir sind nur noch im Pleitebereich.
Stadtwachstum. Jetzt habe ich's. Oranienburg hat noch die minus 2,3. Weil wir hier auch viel zu wenig Passagiere befördern. Aber hier sind nicht mehr. Na gut, 43 ohne Route. Immenhausen wächst gut, Wegeleben wächst. Flotow wächst. Markt Oberdorf wächst, alle wachsen. Oder viele wachsen, vor allem mittlerweile ein Faktor von 3,1. Was auch immer der Faktor bedeutet. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was bedeutet der Faktor? Ich habe eigentlich mal gedacht zu 3,1%, aber das scheint ja nicht zu stimmen. So, da kommt der erste Zug hier rein. In den neuen, mittlerweile zweigleisigen Bahnhof. Und er wählt sich das Gleis aus. Kann er gerne machen. Ist ja auch gut so. Und puff, 45.000 Einnahmen. Damit hat sich der Zug gerade auch in die Spitze unserer Gewinnabteilung hier geschossen. Aber der Oranienburg-Düsseldorf-Zug kommt ja jetzt auch gleich. Ich weiß ja nicht, hatten wir jetzt hier überall, ja, über eine Mindestbeladung von 20. Wir machen mal über eine Mindestbeladung von 50. Weil wir gierig werden. 50, 50, 50, 50, 50, 50. So, wir gehen mal nach ganz unten. Minus, 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 minus. Hier ist schon Gewinn. Also machen alle Gewinn. Du kommst jetzt hier mehr oder weniger vollbeladen an. Ja, fast. Du wirst zwar nicht ganz so viel bringen, aber du wirst was bringen und das macht 36.000. Bis eben waren wir noch pleite. Kaum kommen zwei Züge an, schon haben wir 100.000 mehr auf der Kante. Geil. Gut, die Folge ist eigentlich schon wieder seit knapp 5 Minuten rum. Aber ich würde jetzt gerne noch den Monat abwarten. Und dann schauen wir mal, was der so bringt. Mit mittlerweile 4 Zügen, die laufen. Achso, du fährst auch voll. Da kommt der Zug an. Ach ne, das ist der hier oben. Du fährst voll zurück, die 63. Und damit konnten wir unseren Gewinn wieder steigern. 98.000, 119.000. Und mittlerweile 138.000. 138.000. Trotz ordentlichem Bau
wird uns dieser Monat 76.000 Bruttogewinn bescheren. Sehr schön. Und was sehe ich, was sieht man auch da? Postauto ist verfügbar. Jawohl, dann wissen wir ja, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa. Und habe Simultans gezockt. Und ja, Ostermontag war heute. Feiert noch schön Ostern. Und ja, sehen wir uns Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ich bin raus. Euer Opa.